Kollege Michael Frieser von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, meine werten Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist notwendig, dass man in dieser Debatte, die vielleicht deshalb emotional aufgeladen ist, weil es einerseits um Menschen geht. Das ist berechtigt, dass man das tut. Ich bitte aber auch darum, dass man dieser Aufgeregtheit, die hier durch einen Antrag der AfD inszeniert wird, nicht noch auf den Leim geht. Ich glaube, das Haus wusste bisher, wie man mit solchen Themen gut umgehen kann. Und wir haben die Beispiele aus den Ländern schon gehört. Und ich glaube, wir sind auch weiterhin in der Lage, das erstens unaufgeregt und im Sinne der Menschen, auch der Minderjährigen, zukünftig umzusetzen, ohne Antrag auch der AfD. Auf der einen Seite muss man schon sagen, man muss erkennen und bewusst dazu stehen, dass es sich um eine Problemsituation handelt. Es geht nicht um das Dramatisieren von Zahlen, aber es geht darum, dass es eben um mehr als nur die Buchstaben des Gesetzes und des Rechtes geht. Es geht darum, dass diese Gesellschaft Menschen ein Schutzversprechen abgibt. Wer minderjährig ist, steht unter dem besonderen Schutz dieses Staates. Und deshalb muss erkannt werden, und zwar im Groben erkannt werden, handelt es sich hier um Minderjährige oder handelt es sich hier nicht um Minderjährige. Und deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten zu sagen, zurück zu den eigentlichen Wurzeln, wer einen Antrag auf Asyl, wer als Flüchtling in dieses Land kommt, stellt einen Antrag oder macht einen Anspruch geltend gegen diesen Staat und stellt aber auch gleichzeitig einen Anspruch an die Gesellschaft, dann muss er sagen, wer er ist, wo er herkommt und wie alt er ist. Das heißt also, er muss beweisen, will er die Rechte und dieses Schutzversprechen dieses Staates eigentlich tatsächlich in Anspruch nehmen. Und deshalb sagen wir, neben jeder Aufregung, selbstverständlich müssen auch solche gezielten Falschausgaben, die im Einzelfall vielleicht sogar nachvollziehbar sind, aber natürlich auch Einfluss auf das Antragsverfahren haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich die Frage, geht's noch? Also bei dieser Frage dann mit drakonischen Haftstrafen zu reagieren. Also ich dachte mir, da ging es auch bei dem Antrag um die Frage von Einsparungen. Bei jemandem, dessen Antrag gegebenenfalls abgelehnt werden würde, den wollen es dann hinterher 3 Monate oder 6 Monate oder ein Jahr in Haft stecken. Also da ist meines Erachtens tatsächlich jede Form von Rahmen ausgerutscht. Und insofern glaube ich schon, dass es entscheidend ist, dass wir es auch, und es klingt vielleicht jetzt etwas hart, aber praktikabel machen müssen, dass es der Normalfall ist, dass die Inaugenscheinnahme, oftmals ist darauf hingewiesen worden, bereits den Buchstaben des Gesetzes entspricht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, es geht nicht um Kinder in dieser Debatte. Nein, es geht nicht darum, dass wir exakte Geburtsdaten und am besten noch das Tierkreiszeichen ermitteln durch irgendwelche Methoden. Es geht darum, dass wir generell unterscheiden können, ob Menschen, die hierher kommen, des besonderen Schutzes des Staates nicht nur wert und würdig sind, sondern dass wir damit den anderen, die diese Kapazitäten, die diesen Schutz wirklich brauchen, die Möglichkeit geben, ihn auch wirklich zu erhalten. Nur darum geht es. Also es geht um eine generelle Feststellung und nicht um die Bestimmung des Alters. Und deshalb glaube ich, ist es auch richtig, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, es in den Entscheidungs- und Rückführungszentren zu machen, dass wir dort die Frage, den Sachverstand bündeln, dass wir bei der Einräumung der Möglichkeit, dass jemand sein Alter nachweisen muss, wenn die Inaugenscheinnahme nicht hilft, wenn die Papiere, die Beweise nicht helfen, dass dann ein minimaler, auch medizinischer Eingriff diese Klarheit im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Geflüchteten und im Sinne der Minderjährigen tatsächlich erbringen kann. Und dazu bedarf es mit Sicherheit keines Antrages der AfD. Vielen Dank. Damit schließt